Wenn ein Triebwagen einem lächelnd entgegenkommt, dann handelt es sich in aller Regel um ein Mandarinli. Diese orange-beigefarbenen Triebwagen waren mehr als 40 Jahre lang zwischen Lugano und Ponte Tresa unterwegs. Michael Mayer hat ein liebevolles Porträt erstellt über diese lächelnden Triebwagen, die seit Ende März nur mehr Geschichte sind. Am 5. Juni 1912 wurde die eingleisige Meterspurstrecke von Lugano ins 12 Kilometer entfernte Ponte Tresa im Kanton Tessin eröffnet. Drei Elektrotriebwagen, ebenso viele Personen und einige Güterwagen waren auf der eingleisigen Strecke mit ihren drei Tunneln, zwei Viadukten und diversen Brücken unterwegs, mit dem Oberleitungssystem von 1200 Volt Gleichstrom. In den 60er Jahren hat man die Strecke im Gegensatz zu allen anderen Schmalspurbahnen in der Region modernisiert, neues Rollmaterial beschafft und den getakteten Fahrplan eingeführt. 2002 erfolgte eine weitere Modernisierung der Infrastruktur und die Beschaffung von 5 Niederflur-Zwischenwagen von Stadler. Seitdem fahren die Züge wochentags alle 15 Minuten und am Wochenende alle 30 mit einer Fahrzeit von 25 Minuten. Die charakteristischen Mandarinli bildeten jahrelang das Rückgrat der Ferrovi Luganesi von Lugano nach Ponte Tresa. Die Mandarinli waren zwar eher unscheinbare Arbeitstiere, setzten 1979 in der Schweiz aber neue Maßstäbe in puncto Stadtbahn. Bei der Innenraumgestaltung orientierte man sich erstmals an U-Bahn-Wagen. Durch mehrere Eingänge samt Schwenkschiebetüren wurden die Aus- und Einsteigezeiten entscheidend reduziert. Von diesen innovativen Fahrzeugen wurden schweizweit 21 Stück gebaut, 7 davon kamen ins Tessin. Aber die Zeit machte auch vor den Mandarinlis nicht Halt. Ende März 2022 waren sie durch neue Straßenbahnfahrzeuge ersetzt. Zurück bleiben nur Fotos und Videos und die Erinnerung an die orangefarbenen Heuler.